Dem ging voraus eine Maßlosigkeit ohnegleichen an Provokationen, völkerrechtswidrigen Einmischungen, Vertragsbrüchen, Heuchelei und Volksverdummung der BRD, Heuchelei. Die ihren elektronischen und gedruckten Dreckschleudern verlocken, sich selbst in Menschenunwürdigkeit einzupferchen. Gestern im Fluchtorganisator nicht ARD, spezifisch BRD, sondern spezifisch Kapitalistenwein Großdeutschland und deutschen Ostgebieten. Wenn man nicht gerade Tomaten auf den Augen hat. Aber Tomaten auf den Augen hat. Hysterie auch eine bei Imperialisten. Zwei Drittel Wölfe im Schafspelz. Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Darf ich nicht machen, ist Nazis, Nationalhymne Army. Das war ja eine kann euch gefährlich werden. Bearbeitete Auszug aus dem Deutschlandlied. Von der Maas bis an den Memel, von der Esch bis an den Berg. Ba, 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 ja, ich weiß, ich tue es nicht mal. Ja, aber das. Karl Eduard von Schnitzler wurde im Revolutionsjahr 1918 am 28. April geboren. Für die Öffentlichkeit starb er im Herbst 1989. Und dabei hatte alles so gut angefangen. Was hätte aus Karl Eduard werden können? Ja, das ist also der Rhein, der hängt in meinem Arbeitszimmer, weil ich die rheinische Landschaft so liebe und weil ich mich, wie gesagt, in Köln beinahe so zu Hause fühle wie in Berlin als geborener Berliner. Meine Familie kommt von hier aus dem Gräfrath, aus dem Bergischen Land und wurde dann eine großbürgerliche Familie in Köln. Ich habe hier aufgetrieben aus dem Jahre 1903 eine Geschichte der Familie Schnitzler. Da ist hier noch zu sehen der Marktplatz von Gräfrath mit einem Brunnen und einem Haus. Und der erste Bürgermeister nach dem 30-jährigen Krieg im evangelischen Gräfrath war ein Peter Schnitzler. Die zogen aber dann nach Köln, wie gesagt, wurden dort großbürgerlich. Und dann zog sich ein Teil der Familie den Rhein aufwärts über Bonn, Mehlem nach Bad Godesberg. Und in dieser Merkfolien vom Jahre 1903 stammenden Geschichte der Familie Schnitzler ist also hier ein Stammbaum enthalten. Ein richtiger Familienstammbaum der Familie Schnitzler aus Gräfrath. Sogar Gräfrath unten dargestellt, aber dann lebten alle in Köln. 1903 war mein Vater noch nicht verheiratet. Hier ist Eduard Schnitzler. Hier wäre also, wären meine Brüder und ich, hier meine Kinder, da meine Enkel und Urenkelkinder. Stammbaum der Familie Schnitzler. Es heißt Adel verpflichtet. Was waren die Verbindungen zum blauen Blut? Ach, eigentlich gar keine, denn die Schnitzler sind 1913, also kurz vor Toresschluss, fünf Brüder Schnitzler geadelt worden, darunter mein Vater. Aber erbadelt, sodass meine Brüder und ich ebenfalls dieses von tragen. Ich wollte es eigentlich früh loswerden. Aber sie heißen heute noch von? Ich heiße heute noch von und das geht eigentlich auf Walter Ulbricht zurück, denn als ich nach Berlin übersiedelte, fragte er mich am Schluss, ob ich noch irgendeinen Wunsch hätte. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Und dann sagte ich, ja, ich möchte gerne dieses dämliche von loswerden. Da sagte er, du bist wohl verrückt geworden. Die Leute sollen wissen, wer Hermann überall zu uns kommt. Und er hat natürlich recht behalten damit, denn es ist ein gewisser Anreiz im Fernsehen. Thank you.
Politik verdirbt den Charakter, heißt es. Aber das ist falsch. Schlechte Politik ist schlecht und gute Politik ist gut. Politik ist eine Machtfrage. Ist die Macht in schlechten Händen, kann es nur eine schlechte Politik sein. Gegen das Volk, mit Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg. Ist die Macht in guten Händen, ist es eine gute Politik. Für das Volk, für jeden Menschen, für sein Glück und für seinen Frieden. So einfach ist das mit der Politik. Und so schwer. Wer hat denn nun die Macht? Mein Vater war 55 Jahre alt, als ich ihn unterlief. Und bin heute noch nicht sicher, ob das eine Absicht bei war, bei diesem Zeugungsvorgang. 55 Jahre alt und er hatte wirklich mit seinem jüngsten Sohn nicht viel im Sinne. Der Rentner von Schnitzler kehrt noch einmal an die Stätten seiner Jugend zurück. Heute Berlin-Dahlem, zwischendurch Berlin-West. Er sieht noch einmal das Haus, in dem er wohnte, die Schule, in die er ging. Den Spruch über dem Portal hatte er damals nicht gelesen. Heute klingt er wie deutscher Humor. Wie die Saat, so die Ernte. Hier ist die ganze heilige Familie, Vater, Mutter, mein ältester Bruder Eduard, Eddie, mein zweiter Bruder Hans, der mein ideologischer Vater wurde, und der Zwerg, da bin ich. Und hier war ich dann 9 Jahre alt, schön zurechtgemacht, ich weiß nicht für welchen Zweck, mit Pomade in den Haaren, schrecklich. Mein Vater starb 1934 in Rolandseck am Rhein. Hier, das ist mein Neffe, der älteste Sohn meines ältesten Bruders. Das war einer der übelsten in dieser Familie. Baron Kurt Freier von Schröder. In SS, hoher SS-Uniform, Bankier in diesem Bankhaus I.H. Stein in Köln. Und der organisierte Hitlers Machtübernahme. Karl Eduard wendet sich bald von seiner heiligen Familie ab und findet eine andere. Er wird, wie sein Bruder Hans, Kommunist. Ein Medizinstudium bricht er ab, weil er in den faschistischen Studentenbund soll. Danach illegale Arbeit. Von Schnitzler bringt mit seinem Motorrad Landsleute außer Landes. Der Krieg beginnt. Von Schnitzler wird Soldat. Er agitiert und kommt ins Strafbataillon. Er sabotiert und kommt ins Gefängnis. Sein Kriegsende erlebt er zwischen den Fronten als geflohener Sträfling bei der Landung der Alliierten in der Normandie. Von Schnitzler kommt in englische Gefangenschaft und macht wenig später Rundfunk bei der BBC. Deutsche Kriegsgefangene sprechen zur Heimat. Die Engländer schicken ihn wieder nach Deutschland, um in Hamburg und später in Köln den neuen deutschen Rundfunk mit aufzubauen. Ich wurde als einer der. Ich habe nie einen Hehl aus meiner Gesinnung gemacht. Aber die Engländer werden sich gedacht haben, ach, als wir jung waren, waren wir alle mal links. Und es ist ganz gut, wenn wir jetzt einen aus einer alten Kölner Familie da nach Hamburg schicken. Von Köln war noch nicht die Rede. Und außerdem bei dem Stall, aus dem der kommt, den kriegen wir schon hin. Und das war ihr großer Irrtum. Ja. Ich wurde also nach Hamburg geschickt, war Kommentator und Leiter des Frauenfunks. Ich stieß in Hamburg bereit auf die Konfrontation zwischen Antinazis und bis dahin aktiven Nazis. Peter von Zahn kam aus der Hitlerschen Propagandakompanie, hat bei mir sprechen gelernt. Dr. Heidmüller war ein Nazi-Fragebogenfälscher, den haben wir dann entlarvt. Und so ging das weiter. Zielinski, der dann später hier in Brias einen Frauenfunk gemacht hat und so weiter, auch ein Erznazi gewesen. Und auf der anderen Seite Antifaschisten, Axel Eggebrecht, den ich bis zu seinem Tode hoch verehrt habe, auch wenn er in den letzten Jahren eine nicht ganz freundliche Haltung gegenüber uns Kommunisten eingenommen hat. Ein großartiger Mann, auch seine Frau. In Köln haben wir antifaschistisch-demokratische Politik gemacht, sehr ausgewogen. Die CDU war die stärkste Partei, also am meisten CDU-Leute. Bloß Adenauer habe ich nicht in mein Funkhaus gelassen. In hohe Ehren habe ich als Kind auf seinem Schoß gesessen, auf dem Schoß von Herrn Adenauer. Daran konnte er sich dann allerdings kaum erinnern, als ich dann Chef des Kölner Rundfunks wurde.
bei so offiziellen Empfängen begegneten wir uns. Und da machte er einen Bogen um mich oder pöbelte mich ein wenig an. So, vielen Dank. Karl Eduard von Schnitzler geht noch einmal jenen Weg, den er so viele Jahre gegangen ist, in seinen Sender, der ihm dann zum Schwarzen Kanal wurde. Seit seiner Entlassung im Herbst 1989 war von Schnitzler nicht mehr hier gewesen. Schließlich hatte er es mit dem Schwarzen Kanal fertiggebracht, sich Feinde über alle politischen Grenzen hinweg zu schaffen. Aus Sicherheitsgründen besuchten wir mit dem einstigen Chefkommentator das ehemalige Arbeitszimmer an einem Wochenende. Er ist nicht verändert. Fast nichts, zwei Stühle mehr. Oh nein, mein wichtigstes Büromöbel ist weg. Das war der Eisschrank. Der Fernseher stand auf einem Eisschrank. Und mein Stehpult da hinten. Der einzige äußerliche optische große Unterschied ist der, bei mir waren alle Fächer voll Bücher. Nicht nur Nachschlagewerke, die man brauchte, sondern auch schöngeistige Literatur, wo man mal hingreifen musste, wenn man arbeitete. Ach ja, na, das war ein Diensttelefon direkt ins ZK, das war ein Haus- und Ortsapparat. Und hier kamen dann gelegentlich Anrufe aus dem großen Haus. Hätten Sie heute noch mal Lust, einen Schwarzen Kanal zu machen? Wenn man mir so viel Freiheit gäbe, wie ich sie früher hatte, ja. Würden Sie ihn anders machen als damals? Ganz sicher. Ganz sicher. Mein Adressat wäre, wie schon immer, der Bürger in den 5 neuen Ländern. Und inhaltlich würde ich mir natürlich gerne die Stellen aus den Medien, aus dem Fernsehmedium herausnehmen, die falsche Aussagen machen, falsche Hoffnungen erwecken und Dinge einfach falsch darstellen. Und da müsste man natürlich auch vor Personenschelte nicht zurückweichen. Also Frau Breuel, ja, die gehörte ganz bestimmt zu denen, an denen ich mich reiben würde. Oder Herr, so einige der Damen und Herren, die von hier nach Bonn gegangen sind, ja. Es gäbe da schon genug. Unmöglich aber wird diese diskrete Hilfe, wenn spektakuläre Aktionen wie etwa eine wohlorganisierte Massenflucht inklusive Medienrummel fortgeführt werden. Wohlorganisiert und Medienrummel? Nur. Das ist leicht zu durchschauen, wenn man nicht gerade Tomaten auf den Augen hat. Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein keineswegs neues Beispiel hemmungsloser politisch-krimineller Verführung. Bekannt aus Ungarn während der Konterrevolution und aus unserer Republik, ehe wir um des Friedens willen die Mauer bauten. Hysterie auch bei Imperialisten. Von Washington über Bonn bis Habsburg. Weil die Deutsche Demokratische Republik nicht so will wie sie. Sie hütet ihr Selbstbestimmungsrecht und das, was für sie und ihre Bevölkerung, für unsere Verbündeten und für den Frieden gut ist. Dabei erweist sie sich als unerschütterlich stabil, konsequent und unbeirrbar. Wer war denn der Kanalzuschauer etwa? Also erstens teilte sich meine Leserpost in 3 Drittel. 1 Drittel Zustimmung, 1 Drittel objektive Fragen, 1 Drittel harte Ablehnung oder Beschimpfung. Und zwar ob aus Ost oder aus West. Ich bekam ja aus West sehr viel Post. Und aus Westen interessanterweise anonym. Die mussten also nicht so sehr viel Vertrauen in ihre westliche Sicherheit gehabt haben. Der Kanal hat ja einen Wandel durchgemacht. Der Kanal war erst für alle, von Lieschen Müller bis Dr. Lieschen Müller, bestimmt. Und dann in zunehmendem Maße für sogenannte Multiplikatoren.
also für Funktionäre aller Parteien und Organisationen, für Lehrer, für Politoffiziere und so weiter. Ja. Deswegen konnte ich auch in meinem Niveau etwas höher gehen, also könnte eine höhere Aufnahmebereitschaft erwarten. Ich konnte mehr voraussetzen in manchen Dingen. Die vorgeblichen Massen, um die es sich angeblich handelt, stellen im Kreise der Urlauber keine 2% dar. Im Gesamtmaßstab unserer 18,6 Millionen Einwohner gerade mal 1,15%. 98% treue Staatsbürger. Die würden Bonn und Bild sich in der BRD gerne wünschen. Ich war dem Volk gegenüber nie verunsichert, denn ich hatte immer sehr engen, immer engen Kontakt. Nein, diese Veränderung meines Adressatenkreises sollte von mir aus, hat mich niemand aufgefordert, zu einer Unterstützung der Partei und Regierung sein. Ja? Eben durch Multiplikatoren mehr zu erreichen als durch eine Sendung an einen Zuschauer. Fernsehen ist ja gar kein Massenmedium, das ist ja falsch, wenn das gesagt wird, sondern Fernsehen ist das. Das darf man nicht von der Zahl der Zuschauer beachten, sondern beurteilen, sondern Fernsehen ist das Intimste, was es überhaupt gibt. Da kommt nämlich jemand in ein Wohnzimmer zu ein, zwei oder drei Leuten. Und die haben es nicht gern, wenn einer da schreit und schimpft, und haben nicht gern, wenn jeden Tag ein anderer kommt. Aber immer rein mit euch armen, halbverhungerten, ach ja, nach Freiheit lechzenden Flüchtigen aus der DDR. Mit euch kann man so herrlich ablenken von Schönhuber und seinen Nazis und von der Bonner Lust nach neuen Waffen und von den ganzen Gebrechen des Kapitalismus in der BRD. Warum glauben Sie, haben so viele junge Leute die Art ihrer Kommentierung im Schwarzen Kanal abgelehnt? Weil ich manchmal zu viel vorausgesetzt habe. Ich habe mit Namen gearbeitet, die stimmten. Ich habe mit Fakten gearbeitet, die stimmten. Aber ich konnte ja noch nicht ganz allein die Konterpropaganda in der DDR betreiben. Und auf diesem Gebiet haben wir schwere Versäumnisse. Wir haben einfach nicht genug informiert. Ich meine jetzt auch die harte, ja fast Verbissenheit. Ja, die war ja nur deshalb unverständlich, weil die Leute die Personen und die Fakten nicht kannten. Deswegen, wenn sie die gekannt hätten, dann hätten sie meine Härte verstanden. Einige unbelehrbare Schreihälse allerdings wird es wohl immer geben. Bloß, warum müssen die gerade solche Berufe wie Politiker oder Journalist ausüben? Guten Abend. Von Schnitzler hat wohl nicht bei allen zu viel vorausgesetzt. Er wurde mit seinem Schwarzen Kanal auch verstanden. Richtig, wie es schien. Um es unmissverständlich vorwegzunehmen: Kommunisten stehen Nachdenken und Selbstkritik wohl an. Analyse und Sachlichkeit, auch wenn sie schmerzen. Aber kein Kommunist hat sich für Irrtümer, Fehlentscheidungen oder Schlimmeres vor Kapitalisten oder vor deren Hofjournalisten zu rechtfertigen oder gar zu entschuldigen. Erhobene Zeigefinger im Westen würden verdorren, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit zurzeit nicht außer Kurs wären. Oder, wie man heute gerne sagt, nicht in wären. Vor der Tür dessen, was sich da anmaßend freie Welt nennt, gibt es mehr zu kehren als rund ums Brandenburger Tor. Etwa zu Kreuze zu kriechen, wäre unvereinbar mit unserer aufrechten Haltung. Selbstkritik, ja, aber keine Selbstzerfleischung. Asche gehört aufs Glatteis oder in die Urne, aber nicht aufs Haupt. So, das hatte mit der aktuellen Kamera zu tun, nicht mit mir. So, und hier habe ich dann montags gesessen mit meinem Regisseur und dann wurde abgerufen, was aufgezeichnet worden war, und das haben wir uns hier angeguckt, wir haben es markiert und dann wurde der Kanal in der richtigen Reihenfolge zusammengestellt mit den Pausen, die drin waren, in denen ich sprechen wollte, und dann haben wir unten im Studio 5 haben wir ihn ablaufen lassen, den
Chor anfangs und in den Pausen. Und danach habe ich dann meine Texte aufgesagt, vom Vorspann bis zum Nachspann. Wer das ist, weiß ich nicht. Ah, Humphrey Bogart ist das jedenfalls. 1519 Mal hat von Schnitzler den Schwarzen Kanal präsentiert. 1519 Mal harte Schnitte zwischen Schwarz und Weiß. 1519 Mal die Abrechnung mit einem Gegner, der jetzt für seine Rente zuständig ist. Naja. Sie sitzen da vor dem Telefon, der Kameramann. An diesem Telefon hat mich damals Walter Ulbricht angerufen und mich eingeladen in die Schaufeite, in das Gästehaus des Staatsrats, mit einem Freund von mir, der Regisseur war, und hat uns dort auseinandergesetzt in mehreren Stunden das Projekt einer deutschen Konföderation. Das heißt, des Fortbestehens eines kapitalistischen deutschen Staates und eines sozialistischen deutschen Staates unter einem gemeinsamen Dach. Das ist Walter Ulbricht, der Freund der Jugend. Er ist Vorsitzender des Staatsrats unserer Republik, die wir lieben. Von hier aus denkt und handelt er für uns, damit Frieden bleibt und Frieden in ganz Deutschland wird. Ulbricht hat damals uns den Auftrag gegeben, eine Fernsehdokumentation, eine mehrteilige, ich glaube sechs Teile, zu machen über die Konföderation. Wir haben ihm den Titel Der geteilte Michel gegeben, haben da fast 2 Jahre dran gearbeitet, immer wieder mit Rücksprache mit Ulbricht. Am Schluss war er einverstanden. Und dann ereignete sich etwas Merkwürdiges. Dann wurden wir auf einmal ins große Haus, ins ZK geladen. Da saß Hager und einige andere Mitarbeiter des Zentralkomitees, hatten unser Manuskript und wollten mit uns ein Gespräch führen über unser Manuskript. Ich war verwundert, denn wenn der erste Sekretär das bereits abgesegnet hat, warum muss man dann noch diskutieren? Und wir waren mitten in Produktionsvorbereitungen schon. Und dann haben die den so auseinandergenommen, diese 6 Bücher, dieses Manuskript, und Änderungen verlangt. Es wäre nichts von dem übrig geblieben, es wäre völlig was anderes geworden. Das habe ich natürlich verweigert. Sie waren also ein Kämpfer für die deutsche Einheit damals. So ist es. Also wenn ich meine, ich habe auch meine Kommentare vom Rundfunk, die sind ja sogar als Buch erschienen. Ja, das ist ein einziger Aufschrei nach der deutschen Einheit. Ist gut. Zum ersten Mal in unserer Geschichte sind Deutschlands Imperialisten innerhalb Deutschlands zum Stehen gebracht worden. Durch Deutsche. In dem Moment, wo die Mauer gezogen wurde, haben ja auch Millionen Menschen darin gewohnt, die zufälligerweise mit einer Mauer umgeben wurden, die aber vielleicht gar nicht da leben wollten. Nicht zufälligerweise. Und es war es ist Zufall, wer nun da gerade lebt. Die hatten ja bis 1961, war die Grenze bekanntlich offen. Ja. Die war ja 6 Jahre lang offen. Und viele von denen, die dann raus wollten, merkten,
oder glaubten damals, genau wie wir, es würde nicht mehr anders kommen. Bis dahin hatten sie gehofft, es würde nochmal anders kommen, deswegen halten wir aus. Ja. Aber es gab da die verschiedensten Motive. Es gab auch zum Teil gar keine Gründe, für jemanden abzuhauen. Ja. Abenteurerlust ist kein Motiv. Warum? Weil man Abenteurerlust auch auf andere Weise befriedigen konnte. Und können Sie das den Leuten vorschreiben? Ich rede ja nicht von Vorschreiben. Abenteurerlust heißt ja, dass man irgendjemand ein Bedürfnis hat und das kann man auch befriedigen, ohne eine Grenze zu verletzen. Wenn man nicht rauskommt? Ich will Ihnen etwas sagen. Diese ganze Diskussion über die Grenze kotzt mich auf Deutsch an. Deshalb gelten unsere Achtung und unsere Liebe denen, die an unserer Grenze Wache stehen und sie schützen. Damit Frieden bleibt, damit der Sozialismus weiter aufblüht, damit nie mehr eine Mutter ihren Sohn beweint. Weil wir gerade bei Grenztruppen sind, Sie haben doch, so steht es jedenfalls auch in Zeitung, seit Anfang der 60er Jahre das Weihnachtsfest gemeinsam mit Ihrer Frau immer bei den Grenztruppen zugebracht. Ja, bei einer Einheit an der Grenze waren wir Weihnachten. Viele Jahre lang. Und die Grenztruppen waren auch so eine Art Patenbetrieb von mir. Als gar zu viel taktiert wurde und manchmal nicht immer verständlich taktiert wurde, nach Helsinki zum Beispiel, und als das Prinzip der friedlichen Koexistenz von einigen Leuten in der Führung völlig missverstanden wurde, nämlich als ob damit der Klassenkampf aufhörte. Und als Folge der Schlussakte von Helsinki aus westlichen Korrespondenten, Agenten waren die meisten davon sowieso, aber Agentenführer wurden, ja, unter Missbrauch von Helsinki. Da war es notwendig, bei den Grenztruppen zunächst das Feindbild zu erhalten, sonst hätten sie keinen Sinn gehabt. Und damals habe ich regelmäßig, so alle 6 oder 8 Wochen, ein Tonband besprochen, ohne Rücksicht auf jedes Tabu. Ohne Rücksicht auf jedes Tabu. Und das wurde dann an der Grenze abgespielt, wenn jemand auf Wache zog. Wer von Karl-Marx-Stadt nach Hannover fährt, vom Prenzlauer Berg in Berlin nach Neukölln in Berlin, von Rostock nach Hamburg oder von Leipzig nach München, der fährt nicht einfach von Deutschland nach Deutschland. Der fährt vom sozialistischen Deutschland ins kapitalistische Deutschland, vom Fortschritt in den Rückschritt. Aus dem deutschen Staat der Gegenwart und Zukunft in den Staat der Vergangenheit. Karl Eduard von Schnitzler hat auch Reportagen gemacht. Zur Entspannung, wie er sagte, und vielleicht die eigene meinte. Dem Zuschauer zeigte von Schnitzler Bilder einer Heimat, die für ihn eine sozialistische war. Vielleicht waren auch hier Multiplikatoren gemeint. Insbesondere hatte es von Schnitzler die heimatliche Eisenbahn angetan. Ich bin sehr dankbar, dass ihr mir die Gelegenheit gebt, etwas über Züge zu sagen, denn ein beträchtlicher Teil meiner Reportagen hatte immer den Untertitel Gedanken im Zug. Haben denn die Leute Sie bei Ihren Reportagen, die Sie auf Rügen gemacht haben, akzeptiert? Absolut akzeptiert. Ich will jetzt nicht behaupten, dass der Grund darin lag, dass man unseren Sender hier schlecht empfangen konnte. Nein, die wussten schon, wer ich war. Aber sie merkten, ich bin ein ganz normaler Mensch und stellte vernünftige Fragen und wollte keinen aufs Kreuz legen.
Und während sich Werktätige ihres wohlverdienten Urlaubs freuen, des Ferienwetters, der Schönheiten des Landes und der Kultur, die ihnen gehören, während sie also die Früchte der Diktatur des Proletariats genießen, ist die Partei dabei, die Wege zu beraten, die zu den neuen, höheren Zielen führen. Und gezielten Überbietung. Das Kollektiv der Kaufhalle Bergen Süd verpflichtete sich während der Saison zusätzlich sonntags 2 Stunden zu öffnen, um die Versorgungsleistungen zu verbessern. Genossin Glawe, wie wollt ihr im Fischberg mehr leisten als bisher? Was für neue Initiativen seid ihr nach dem 9. Parteitag vorgetreten? Unser Kollektiv hat sich verpflichtet, 400 Tonnen Konserven über den Plan zu erfüllen, zu bringen. Und wir werden durch weitere Rationalisierungsmaßnahmen, durch bessere Auslastung der Arbeitszeit, durch bessere Arbeitsorganisation diese Aufgaben erfüllen. Warum haben Sie in diesen Reportagen über die DDR jene Härte und jenen kritischen Zeitgeist fast völlig verdrängt? Das habe ich nicht fast völlig verdrängt. Ich habe es nicht als meinen Auftrag angesehen, eine Reportage gegen die DDR zu machen. Außerdem bin ich kein Ökonom, ich bin Außenpolitiker. Ein Außenpolitiker, der sein Land mit sehr freundlichen Augen sah und zeigen wollte. Von alledem müsse man sie befreien, tönt es aus dem Westen. Das sind die Entdeckungen unserer Feinde. Man müsse uns vom Joch der SED befreien. Freie Marktwirtschaft empfiehlt man uns statt krisenfreier Planwirtschaft. Mörderische Konkurrenz statt genossenschaftlicher Zusammenarbeit. Schmale Handtücher, die kein Flugzeug düngen kann, statt Schlägen bis zum Horizont. Man begreift nicht, dass der Sozialismus unumkehrbar ist und sich nur in einer Richtung entwickelt, vorwärts. Feuer! 5, 4, 3, 2, 1, 0, Feuer! Wie sieht's denn aus mit dem Hass? Mit dem Hass? Das ist eine glänzende Frage. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie die richtige Beziehung zwischen Liebe und Hass herstellt. Blinder Hass ist das falscheste, schändlichste, dümmste, was es überhaupt gibt. Aber Liebe als Hass als Bestandteil der Liebe, als Kehrseite derselben Medaille, halte ich für absolut nicht nur menschlich, sondern auch für notwendig. Warum? Wir lieben unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere sozialistische Heimat, den Frieden. Wir lieben das Leben. Aber kann man Eltern und Geschwister, kann man die Heimat, den Frieden und das Leben lieben, ohne zu hassen? Ohne die zu hassen, die alles bedrohen, was wir lieben? Kann man das Gute lieben, ohne das Böse zu hassen? Und haben Sie denn jetzt noch ein Vaterland? Ich lebe in einem Staat. Gezwungenermaßen, aber ich lebe in einem Staat und unterlege seinen Gesetzen, seinem Grundgesetz. Wollen Sie die DDR zurück? Bitte? Wollen Sie die DDR zurück? Das ist doch völlig irreal. Nein. 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 Man begreift nicht, dass der Sozialismus unumkehrbar ist und sich nur in einer Richtung entwickelt. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Na jetzt schwenk auf den Zug rüber. Soll ich ihn abnehmen? Ja, können Sie machen. Einige mögen jubeln, wenn ich diese Fernseharbeit nun auf andere Weise fortsetze. Nicht, dass ich etwas zu bereuen hätte. Der Umgang mit der oft unbequemen Wahrheit ist schwer, aber er befriedigt.
In meiner Lebensbeschreibung steht der Satz für oder gegen den Menschen, für seine Freiheit, sein Recht, sein Leben oder gegen sie. Das ist das Kriterium für mein Freund- und Feindbild. Erneuerung, das bedeutet nicht zurück, sondern vorwärts zu einem besseren, attraktiveren, noch mehr erlebbaren und letztlich siegreichen Sozialismus. In diesem Sinne werde ich meine Arbeit als Kommunist und Journalist für die einzige Alternative zum unmenschlichen Kapitalismus fortsetzen, als Waffe im Klassenkampf zur Förderung und Verteidigung meines sozialistischen Vaterlandes. Und in diesem Sinne, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen und Genossen, auf Wiederschauen. Wie leben Sie heute? No, wir leben unverändert zur Miete in einem Einfamilienhaus mit allen Problemen, die Mieter heute haben. Wie lange wir die Miete noch bezahlen können, wissen wir nicht, denn wir leben von unserer beider Renten. Meine stark gekürzt, Westbesitz, aber wir wollen mal sehen. Wir sehen das mit ziemlicher Gelassenheit auf uns zukommen. Angst habe ich nicht. Bin manns genug, mich zur Wehr zu setzen. Aber ich glaube, dass unserer Sache nicht sehr gedient ist, wenn mir Provokationen begegnen und ich mich Provokationen aussetze. Aber es ist nicht so, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich kann nicht ins Theater gehen oder in Kino. Aber in Konzert geht es schon mal. Dann mache ich daraus einen Leu. Du kannst nicht anlehnen, ach so. Chef. Geht nicht. Du musst ein selbstständiges Wort gestalten und dann kannst du kommen, womit du willst. Bitteschön. Ein Zeus, sehr schön. Jetzt kannst du weitermachen. Nicht schlecht. Wenn du noch kannst. Der Ausgangspunkt grundverschieden. Das Ergebnis. Eins, zwei, dreimal gleich. Der einzigartige Braunposter mit Infrarotsensor. Und nach diesem sensationellen Eigentor von Reck war der Bremer Torhüter kaum mehr zu gebrauchen. Er konnte kaum mehr den Ball festhalten. Wir haben gerade glänzend gehalten. Das wird doch Unsinn, dieser Reporter. Bayern spielten Harakiri, alles oder nichts, immer wieder auf Abseits. Und Borowka schaut sich um, weil er es nicht fassen kann, dass... Herr Fußball ist doch die beste Unterhaltung, die es im Fernsehen gibt, muss ich sagen. Er ist treu geblieben, sich und seiner Sache. So schien es uns logisch, ihn zu bitten, es noch einmal zu tun. Wir mussten ihn bitten, lange. Exklusiv für diesen Film macht von Schnitzler noch einmal einen schwarzen Kanal. Den wirklich allerletzten und den ersten in der Bundesrepublik Deutschland. Die Frage, ob Berlin nun auch Parlaments- und Regierungssitz wird, bewegt die Gemüter seit Wochen. Ich stimme für Berlin. Welche Wende? Guten Abend, meine Damen und Herren. Kohl, Schäuble, Weigel und auch Lambsdorff sprechen sich für Berlin als Hauptstadt aus. Dann nähme Berlin keine Randlage ein, sagt der Kanzler, sondern sei der Mittelpunkt in Europa, sagt der Kanzler. Will heißen, der Kampf um die Vorherrschaft im künftigen Europa ist voll entbrannt. Dazu gehört die Zerschlagung Jugoslawiens, genauso wie die Auflösung der Sowjetunion. Mit vereinzelten baltischen Staaten, der abgespaltenen Ukraine und anderen separaten Republiken lässt sich Europa bis zum Ural, Strauß lässt grüßen, und bis zum Bosporus und zum Schwarzen Meer leichter beherrschen von Berlin aus. Die Eroberung der DDR war also der erste Schritt Bonns nach Europa. Deshalb nicht das stille, ferne Bonn am Rhein, sondern in der Mitte Europas die Reichshauptstadt Berlin. Der gelernte Jurist aus Stettin
war bisher in der Lage, Lob und Tadel mit derselben Gelassenheit zu verkraften. In den nächsten Wochen muss sich aber erweisen, ob er seine Aufgabe als einziger sozialdemokratischer Regierungschef in den 5 neuen Bundesländern mit Erfolg nachgehen kann, ob er ein wichtiger, wenn auch kritischer Mahner bleibt. Oder ob ihn seine Vergangenheit in der früheren DDR einholt. Es geht um Manfred Stolpe. Mich interessiert weniger der Sozialdemokrat, obwohl da manches zu sagen wäre. Auch der Ministerpräsident ist heute mein Thema nicht, obwohl ich Bürger des Bundeslandes Brandenburg bin. Nein, das Kesseltreiben zu seinem Sturz ist es, ob ihn die DDR-Vergangenheit eingeholt hat. Kurz, die Stasi-Akten. Auch dazu gäbe es viel zu sagen, aber jetzt nur dies. Wer bitte stellt die Frage nach Akteneinsicht beim Bundesnachrichtendienst oder beim Verfassungsschutz, die ja massenweise Telefone abgehört und Bürger bespitzelt haben? Wer fragt nach Bonds Agenten und Provokateuren, die in der DDR ihr Unwesen getrieben haben, nach der Mitwirkung Bonner Geheimdienste bei den Morden an Herrhausen und Rohwedder, nach den famosen Kronzeugen? Wer bitte stellt die Fragen nach Akteneinsicht bei Amerikas CIA, auf deren Konto immerhin blutige Kriege, zum Beispiel gegen Nordkorea und Vietnam, Grenada und Irak kommen, mörderische Flugzeugattentate, Mordversuche an Fidel Castro, Nasser und vielen anderen, Morde an in- und ausländischen Staatsmännern von den Kennedy-Brüdern und Martin Luther King bis zu Olof Palme oder Lumumba. Da muss es doch Akten geben und viele Fragen. Man sollte sie laut stellen und immer wiederholen, statt sich durch Geschrei über IM, Stasi-Akten oder Urin, Unrechtsstaat und Misswirtschaft ablenken zu lassen. Von der Gegenwart, von der Wahrheit, vor allem aber von der Zukunft. Hey Schnitzler, du elender Sudelesel, sogar wenn du sagst, die Erde ist rund, dann weiß jedes Kind, unsere Erde ist eckig, du bist ein gekaufter, verkommener Hund. Und wirst du bald unter der Erde liegen, in dich gehen nicht mal mehr die Würmer rein. Das ist nicht mein Niveau. Aber dieser Dichter hat nach den Hölderlin- und Büchner-Preisen den Eduard-Mörike-Preis erhalten. Biermann und Mörike. Mörike kann sich nicht wehren. Er schrieb eine der schönsten deutschen Novellen, Mozart auf der Reise nach Prag. Nun also Biermann auf der Reise von Berlin nach Hamburg und zurück. Geist contra Gosse vereint in einem Mörike-Preis für einen Marktschreier. Das ist aufschlussreich für das, was sich heute als Zeitgeist prostituiert. Biermanns hassvoll blinde Wutausbrüche und Mörikes Septembermorgen. Im Nebel ruhet noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt, herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen. Gestorben. Gut. So, wo hören wir uns das an? Hier? Musik.